Liebe Abonnenten, YouTube ist viel, viel mehr als nur Video hochladen. Es ist Kommunikation mit seinen Zuschauern und das finde ich unglaublich schön an YouTube. Deswegen bitte ich euch einen kleinen Moment mal um euer Gehör. Denn ich finde es einfach schön, dass ihr unter dieses Video Kommentare schreiben könnt, ich darauf antworten kann, denn ihr wisst ja, ich bin der YouTuber, der Kommentare liest. Und deswegen mache ich jetzt mal dieses Video, weil man da mit euch so schön reden kann. Natürlich gibt es auch meinen anderen Kanal, Kolk Nichel, dafür, da könnt ihr mich sogar anrufen. Aber ich finde auch gerade wichtig, dass ich auf diesem Kanal mal mit euch rede. Und zwar habe ich eigentlich eher eine Bitte an euch, und zwar, es ist ein bisschen deprimierend, also ich will auch mal so ein Mimimi-Video hochladen. Es ist so ein bisschen deprimierend, dass so viele Leute einen deabonnieren, wenn man neue Videos hochlädt. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil ich möchte ja auch nur, dass mich die Leute abonnieren, die mich auch wirklich sehen wollen. Das Problem ist nur, viele Leute wollen halt nur Doc Tessor Sachen sehen oder nur Sketche und sie hassen Vlogs einfach. Ne? Natürlich könnte ich dafür auch einen extra Kanal machen, einen extra Vlog-Kanal, aber dann hätte ich einen extra Vlog-Kanal, einen Hauptkanal und dann noch Kolk Nichel-Kanal. Und ich habe jetzt eigentlich schon 3 Kanäle, was kann aber es 4 sogar. Mit dem Nordabaddon-Kanal sind sogar 4. Aber das wird einfach zu viel und ich kann nicht auf jedem Kanal wöchentlich Videos hochladen. Ich werde euch das mal erklären, falls ihr das gar nicht mitbekommen habt. Der YouTube-Rhythmus, der YouTube-Algorithmus, der funktioniert so, dass man wirklich jede Woche mindestens ein Video hochladen sollte, denn nur dann wird die Reichweite erhalten bleiben. Ihr wisst das wahrscheinlich gar nicht, aber nicht alle YouTuber, die ihr abonniert habt, könnt ihr noch sehen. Wirklich immer in eurer Abo-Box. Nein, YouTube hat den Algorithmus so, dass wenn ihr jemanden abonniert habt, dann wird er vielleicht in eurer Abo-Box erscheinen, der YouTuber. Wenn ihr wirklich immer was sehen wollt, dann müsst ihr diese Glocke neben dem Abonnieren nämlich anklicken. Nur dann ist es garantiert, dass ihr wirklich immer alles sehen wollt. Ansonsten behält sich YouTube das Recht vor, zu sagen, nur das Video interessiert ihn vielleicht nicht, weil das guckt er sich immer nie an, sowas mit diesem Thema und so. Versteht ihr? Es ist ein bisschen merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen lade ich auf meinem Hauptkanal auch Vlogs hoch, weil ich halt nicht die Zeit habe, immer Doc Tessor zu drehen oder immer überhaupt irgendeinen Sketch oder irgendwie sowas zu drehen. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und deswegen dachte ich mir, um wirklich wöchentlich was hochladen zu können, begleite ich doch einfach mal mein Schauspielerleben oder so alles mit der Kamera und lade das in Vlogform hoch. Leider habe ich, ich weiß, es gibt ein paar eingeschworene Fans der Vlogs, aber leider ist die Hauptzahl der Abonnenten nicht dafür interessiert. Die interessiert das tatsächlich nicht, Vlogs. Ich höre es auch immer wieder oder ich lese es immer wieder, ja, Vlogs gucke ich nicht gerne. Ich müsste wirklich einen extra Vlog-Kanal machen, aber ich könnte auf dem Vlog-Kanal nicht jede Woche ein Video hochladen und ich könnte nicht auf meinem Hauptkanal dann jede Woche ein Video hochladen. So, wenn ich beides gebündelt auf einem Kanal habe, dann ist es tatsächlich gewährleistet, dass ich jede Woche ein Video habe. Deswegen meine Bitte an euch, bitte verzweifelt nicht, weil deabonniert mich nur nicht, weil da immer nur Vlogs hochkommen. Nur weil da halt immer Vlogs hochgeladen werden. Das würde ich einfach unglaublich schade finden, weil es kommen ja auch wieder andere Videos. Ne? Dann wartet einfach. Ich verspreche euch, es gibt immer wieder neue Videos. Wenn ihr mich wirklich auf keinen Fall mehr sehen wollt oder so, dann kann ich es verstehen. Dann deabonniert mich. Aber nur weil Vlogs ständig hochkommen, mich zu abonnieren, ich verspreche euch, es gibt noch andere Videos. Und Doc Tessor ist schon gedreht. Die nächsten beiden Folgen sind schon gedreht. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn ich auch Nichel News Videos mache, die euch dann informieren, was ich immer so mache und so. Es ist ja auch gewünscht. Das werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Auch die anderen Formaten, auch wie geht's eigentlich Hochdeutsch, will ich auch unbedingt weitermachen. Es ist nur momentan sehr, sehr viel um mich herum los und ich plane ja auf den Umzug nach Berlin. Und deswegen einfach nur die Bitte, habt Verständnis und verlasst mich nicht einfach. Ja, wie gesagt, ein bisschen Mimimi muss mir auch mal gegönnt sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch, die ihr gerne auf diesem Kanal seid. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Zweitkanal Kolk Nichel abonniert und mich da mal anruft. Ich würde mich freuen. Bis dann. Macht's gut. Rock'n'Roll. Euer Kiki.